Am Donnerstag um 14 Uhr sollte es eine Pressekonferenz an der Sebener Straße geben. Ein Neuzugang für die Offensive wurde angekündigt. Doch einige Journalisten warteten vergeblich am Trainingsgelände des FC Bayern. Es passierte nichts. Jetzt ist klar, das Ganze war ein PR-Gag. In vielen Internetforen regen sich die Fans des Rekordmeisters auf, schämen sich, Fan zu sein und beschimpfen den FC Bayern. Auch auf der Straße sind die meisten Münchner nicht sonderlich angetan von der Aktion. Der FC Bayern hat um 13 Uhr auf der eigenen Internetseite bekannt gegeben, dass ein neuer Kracher für die Offensive verpflichtet wird. Der sollte um 14 Uhr vorgestellt werden an der Sebener Straße. Okay. Jetzt hat sich herausgestellt, es war ein PR-Gag, nur um die eigene Facebook-Seite zu promoten. Was halten Sie davon? Ja, eigentlich nicht sonderlich viel davon. Da nimmt man solche Nachrichten in Zukunft auch nicht mehr ernst, wenn man sowas dann liest. Und deswegen kann man mal ein, zwei Mal machen, aber irgendwann ist sowas mal ernst gemeint. Und dann nimmt man es aber nicht mehr so wahr, weil man denkt, das ist wieder ein PR-Gag. Wenn die Fans verarscht werden, ja, das geht ja gar nicht, oder? Normalerweise, die halten die doch am Leben, ne? Ja, es ist ja normal, dass sie sich aufregen, weil das hebt wahrscheinlich die Vorfreude auf einen Transfer. Boah, schon ein bisschen eine Fanverarsche, würde ich mal sagen, ne? Sowas kann man vielleicht einmal zum April-Scherz machen, aber nicht so während der laufenden Saison. Verarscht. Das ist nicht in Ordnung. Das muss nicht sein, das hat Bayern auch gar nicht nötig eigentlich. Das ist eine komplette Scheißaktion. Ich war in der Berufsschule und dann, ja, verpflichtet neuen Spieler, gleich geschaut und dann auf einmal so, ja, komplette Scheißaktion einfach. Halte ich überhaupt nichts davon. Kann kein Verein sowas bringen und verstehe ich überhaupt nicht. Die haben zu viel Geld, haben zu viele tolle Ideen und dann kommt halt sowas raus, ne? Ja, wenn ich mir vorstelle, ich lese das und gehe auf den Platz und dann im Nachhinein heißt es nur ein PR-Gag, da fühlt man sich schon etwas verarscht. Also fände ich nicht so gut, da würde ich mich auch aufregen darüber. Egal, Bayern wird trotzdem Meister, scheißegal. Ob Gag oder nicht Gag, scheiß drauf. Also Ihnen egal? Mir ist wurscht, ja. Das ist schon richtige Frechheit, was die mit die Fans machen. Überhaupt kein Scherz. Würde ich auch nicht am 1. April akzeptieren. Kompletter Scheiß. Eine Aktion, die definitiv nach hinten losging. Auch sportlich gesehen ist der Rekordmeister in einer schwierigen Situation. Nach dem 1:3 in Gladbach muss im Heimspiel gegen Wolfsburg ein Dreier her. Sonst ist vermutlich die Tabellenspitze futsch. Man darf gespannt sein, wie die Fans im Stadion reagieren werden. Vergessen haben sie diese Aktion bis dahin mit Sicherheit noch nicht.